neues Material für Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Vor einigen Monaten haben wir ja bereits den ersten Teaser-Trailer für Episode 9 gesehen. Trailer Reaction gibt es natürlich auch hier auf meinem Kanal. Und nun gibt es den Special-Look, der auf der D23 veröffentlicht wurde, auch im Internet. Und den habe ich mir natürlich reingezogen. Dieser Special-Look ist wirklich special, denn er bereitet uns nicht nur auf die finale Episode der Sequel-Trilogie, nämlich Episode 9, vor, sondern ist gleichzeitig auch als ein emotionaler, ein nostalgischer Ritt durch alle vorangegangenen Episoden, durch alle vorangegangenen Trilogien, also sowohl die Old Trilogy als auch die Prequels zu verstehen. Und dementsprechend ist es ein Trailer, der musikalisch als auch bildhaft uns Star Wars wieder nahe bringt und ich möchte ihn jetzt einfach mal mit euch zusammen sehen. Ich bin einfach immer noch hin und weg und ich würde sagen, play. Hello there. Das sind so Schlüsselmomente, ja. Ja, natürlich. Boba Fett. Ja. Wow. We've passed on all we know. Ja, krass, ja. A thousand generations live in you now. Ja. Heftig. Heftig. Ich bin natürlich auch noch dazu geneigt, jetzt auf diese Schlussszene einzugehen, wo wir Rey mit dem roten Doppellichtschwert sehen. Also da muss ich wirklich sagen, ich glaube nicht, dass das Rey ist. Rey ist natürlich sehr labil und anfällig für alle möglichen äußeren Faktoren in Episode 7 gewesen. In Episode 8 meint man aber, dass sie ihren Weg gefunden hat. Natürlich ist sie nicht gefeilt, meiner Ansicht nach, auch von der dunklen Seite verführt zu werden. Und ich glaube, genau darauf zielt diese Szene letzten Endes ab. Ich glaube einfach nicht, dass sie zur dunklen Seite übergewechselt ist, einzig und allein deswegen, weil ganz augenscheinlich Augen nicht lügen können. Die Sith an sich, natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber die Sith haben normalerweise dann auch diese Verfärbung in den Augen, die quasi dann auch dem Feuer, der Gewalt und der Verrohung entsprechen. Das sieht man bei ihr nicht. Ich glaube wirklich vielmehr, dass es eine Vision ist, die sie da plagt, vielleicht auch eingepflanzt von Darth Sidious, um zu versuchen, sie tatsächlich zu seiner neuen Schülerin zu machen. Man weiß es nicht, aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ben Solo, also Kylo Ren, ist ja jetzt nicht unbedingt die optimale Schüler-Padawan-Lehrlingsversion, die man sich erhoffen konnte. Er war ja an sich sogar für alle seine Meister eine Enttäuschung, muss man einfach mal so knallhart sagen. Dementsprechend Rey, der aussichtsreichste Charakter im momentanen Star Wars Franchise, den es quasi auf die dunkle Seite zu ziehen gilt, wenn man tatsächlich die Galaxis beherrschen will. So würde ich es jedenfalls aus der Sicht von Darth Sidious bewerten. Alternativ kann es natürlich auch sein, dass Sidious auf Rey einwirkt über die Macht. Glaube ich aber auch nicht, das wäre viel zu einfach, denn
Das würde viel zu viele Parallelen mit dem Geistestrick, den wir aus Episode 4 frühestens erkennen sollten, herstellen. Und da wissen wir eigentlich, das sollte eigentlich nur die geistig Schwachen beeindrucken. Und wenn man jetzt Rey auf einmal als geistig schwach darstellen würde, die sich von einem Sith Lord zugegebenermaßen überrumpeln lassen könnte, dann wäre das schon ein, naja, das wäre dann schon ein echter Fail für Rey und würde, glaube ich, dann auch bei den Fans nicht so gut ankommen. Ich glaube also wirklich, dass das eine Vision ist, um Rey Angst zu machen und über diese Angst dann sie zur dunklen Seite zu verführen. Das könnte ich mir am ehesten vorstellen. Natürlich, was mich freut, ist, dass, und da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen, weitere Informationen dazu gibt es dann in meinem Trailer Breakdown zu diesem Special Look, dass Rey auf jeden Fall in den Jahren, beziehungsweise es sind jetzt nicht viele Jahre gewesen, aber in diesem einen Jahr, das zwischen Episode 8 und Episode 9 liegt, auf jeden Fall ordentlich trainiert hat. Sie ist sehr versiert mit dem Lichtschwert. Das sieht man auch an dieser roten Schärpe, die sie da an ihrem linken oder rechten Handgelenk trägt, während sie da im Wald am Trainieren ist und den Schwertwurf übt. Das ist so zumindest in der Real World ein Hinweis oder ein Symbol dafür, dass man quasi zum Meister aller Klassen geworden ist. Und wenn man sie dann sogar noch, auch wenn das jetzt inhaltlich nicht unbedingt aufeinander abgestimmt ist, mit einem Doppelhand-Laserschwert sieht, das wir eigentlich eher so von Darth Maul oder aus der Serie Star Wars Resistance kennen oder auch aus der Clone Wars Serie, wo eigentlich eher die Jedi-Hüter diese langen Schaft-Doppellaserschwerter hatten, dann ist das eigentlich auch schon ein Indiz dafür, dass sie auf jeden Fall meisterhaft jetzt im Schwertkampf sein muss, denn was Kit Fisto beispielsweise, dieser coole Jedi-Meister aus der Prequel-Trilogie, auf jeden Fall mit seinen zwei Lichtschwertern konnte, das hat Darth Maul halt mit seinem Doppellaserschwert gemeistert auch. Und das ist so die schwerste Kunst überhaupt, weil aus dem Kanon wissen wir, dass diese Doppelhand-Laserschwerter an sich sogar sehr gefürchtet waren, weil Selbstverletzungen eigentlich häufig im Raum standen. Und deswegen, also wer ein doppelhändiges Laserschwert führen kann, der ist nun wirklich ein Meister. So, alles weitere zu dem Special Look findet ihr jetzt in dem hoffentlich auch noch heute erscheinenden Trailer Breakdown. Ich würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Verlinke ich euch, sobald ich es fertig und hochgeladen habe, auf der Endcard. Das war's von mir und ich wünsche euch jetzt noch viel, viel Spaß beim Filme schauen, denn ihr wisst es, Filme sind einfach geil.